Sind wir schon an? Wir sind schon an. Hey, liebe Rufen-Fan, willkommen bei unserem neuen Format. Wir bringen Menschen Backflip bei, Muggels, Athleten, alle sind dabei. Heute haben wir unseren ersten Guest dabei. Er probiert schon allerlei rund um verschiedene Sportarten. Das ist der Neumann Dude. Hey. Na. Du hast einen YouTube-Channel, habe ich schon gehört. Du machst alles rund um Sport. Was hast du in den letzten Wochen, Monaten schon so getrieben? Die letzten Wochen habe ich auf jeden Fall mich ein bisschen im Tanzen ausprobiert. Discgolfen habe ich gemacht. Ich war mit dem Bike unterwegs. Ich habe natürlich noch Triathlon, Marathon, High Rocks, Getting Tough. Ja, also einfach auf den Kanal raufgucken, ist super viel passiert. Und heute bin ich hier und will das lernen, was ihr hier macht, weil das einfach geil ist. Ich habe es gesehen, Instagram, ihr seid mega aktiv und da hat es in mir einfach gefunkt. Und da habe ich gesagt, ey, das musst du irgendwie auch können. Das geht direkt los mit dem Backflip. Hey, ja. Im ersten Schritt wollen wir dir die Angst einmal nehmen, vor der Bewegung überhaupt nach hinten sich zu drehen. Dafür musst du dich einmal mit dem Rücken hier rauflegen und dein Nacken muss hier leicht rüber gucken. Das ist der erste Schritt. Ja, perfekt. Genau. Jetzt streckst du einmal die Arme. Weil beim Backflip musst du dir vorstellen, wir springen ab, Arme sind oben. Und jetzt ziehen wir die Knie zur Brust. Mega wichtig, um in die Rotation zu kommen. Immer weiter, bis wir rüber wollen. Genau. Und zack. Nice, geschafft. Auf die Füße. Wie fühlt es sich an? Weich. Aber ungewohnt oder hast du irgendwie Angst oder Schwindel? Eigentlich entspannt. Weil ich halt aber weiß, dass die Matte da ist. Das ohne Mathe wäre, glaube ich, unangenehm. Ja. Deswegen würde ich das auch jedem raten, das bei euch dann zu lernen, weißt du? Würde ich auch jedem raten. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich bin Backflip. Und zieh. Nice. Ah, okay, ein bisschen schneller, sonst gut. Achso, wenn ich noch schneller, dann brauche ich die Arme vielleicht nicht. Ich könnte mir das gut vorstellen, okay, dass das so funktioniert. Okay, ja. Yes, geiles Ding. Geiles Ding. Perfekt, wir kommen zu Schritt 2. Jetzt wird der Dude sich gleich auf meine Schulter raufsetzen und wir werden eigentlich dieselbe Bewegung wie eben machen. Sitze ich, stehe dabei, einmal umdrehen und jetzt setze ich dich auf meine Schulter rauf. Und ich habe dich an der Hüfte und jetzt wird's schwierig. Jetzt musst du ihn nach hinten lehnen, bis du die Wand siehst und dann ziehst du die Knie zum Brust. Hohlkreuz und zieh. Geil! Geiles Ding! Das Schlimmste eigentlich, das Schlimmste ist jetzt geschafft. Das kannst du nicht passieren. Kann man den Leuten nicht übel nehmen, aber Leute, das ist das Ekligste, was passieren kann, wenn mir jemand auf die Schulter furzt. Ich habe gestern Chili con Carne gegessen. Geil! Das brennt dann nochmal auf der Schulter. Okay, und gib ihm, und schnell. Und zieh! Yes! Kannst du versuchen, mich einen Moment länger das kann ich zu stützen, kann ich probieren. Dass ich vielleicht noch schaffe, dann erst Rückkreuzspannung zu halten und dann die Füße. Kann ich probieren bei 100 Kilo. Besser? Ja, das war gut. Gut, für den dritten und letzten Schritt habe ich mir einmal den starken Henrik dazu geholt, weil 100 Kilo sind halt doch 100 Kilo. Und ich habe halt nicht die Schulter dafür. Deswegen werden wir gleich den Dude einmal zusammen rumschmeißen. Du wirst gleich genau die gleiche Bewegung machen, die du vorher auch gemacht hast, plus die Abspringtechnik, die wir uns jetzt zusammen angucken. Also wir starten mit den Armen oben und dann machen wir auf die Plätze. Fertig, Skispringerposition, nicht zu tief in die Knie, dann verliert ihr Power. Bei Los springen wir oben, sind die Arme oben. Los, pack. So, jetzt zusätzlich ziehen wir die Knie noch an die Brust. Häufigster Fehler ist, dass die Menschen die Hacken an den Arsch ziehen. Das ist falsch, okay? Hier kriegt ihr keinen Schwung, um in Seite zu kommen. Aber hier kriegt ihr die Power, um die Rotation durchführen zu können, okay? Das heißt, wir machen genau dasselbe. Springen einen halben Meter nach hinten, gucken auch schon mal leicht nach oben und ziehen die Knie zur Brust. Bist du bereit? Auf die Plätze. Fertig. Los. Und du merkst, du kommst schon fast von alleine in so eine leichte Rotation, oder? Ja. Und jetzt kommt der letzte Schritt, gemeinsam mit Henrik. Pushen wir den Dude einmal rum. Los geht's. Die Hacken müssen jetzt hier gleich rüber gucken. Fertig. Arme runter. Und los. Hey. Oh, das Feeling ist schon ein bisschen da, aber man verlässt sich noch ein bisschen auf den Halt von euch natürlich. Ne? Bestimmt. Also, das ist auch noch nicht in Ordnung am Anfang. Ohne Halt würde man wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders fliegen selber. War der krank, Mann. Hör mal, perfekt. Schulter perfekt, Absprung perfekt, Arme perfekt, alles perfekt. Killer-Ding, ey. Also, wenn man das bei seinem ersten Mal schon so perfekt hinkriegt wie du und dieses eine Gefühl hat, dann prägt sich das schon ein im Kopf und du weißt jetzt das nächste Mal, wenn du ihn wieder so landen solltest, dass das genau das richtige Gefühl war. Also mega stark, ich glaube innerhalb von so kurzer Zeit haben wir selten jemanden gehabt, der so schnell den Backflip lernt. Props gehen raus an dich.
Wenn ihr auch Bock habt und jemand stehen wollt und sagt, ey, ich würde das auch ganz gerne mal lernen, ich hätte auch Bock mit in dieses Format einzusteigen, dann schreibt uns einmal einen Kommentar oder eine private Nachricht, wir freuen uns. Und jetzt zeigen wir noch ein paar Backflips im Korn. Los geht's.